Türkei, eine Nation, die in der unbemannten Technologie Maßstäbe setzt. Auf Land und in der Luft hat sie beeindruckende Erfolge erzielt, jetzt bringt sie diese Errungenschaften auf die Meere. Von Ulak bis Marlin, von elektronischen Kampffähigkeiten bis hin zu bewaffneten Operationen, entdecken sie die stille, aber effektive Macht der türkischen Verteidigungsindustrie auf den Weltmeeren. Sind Sie bereit, eine Reise zu den Schlachtfeldern der Zukunft mit den unbemannten Wasserfahrzeugen der Türkei anzutreten? 1. Ulak bewaffnetes unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Ulak bewaffnete unbemannte Wasserfahrzeug ist eines der ersten und herausragendsten Projekte der Türkei im Bereich der unbemannten Wasserfahrzeuge. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen der Ares Werft und Metexan Defense entwickelt und spielt eine bedeutende Rolle bei militärischen und strategischen Missionen. Als erstes einheimisches und nationales bewaffnetes unbemanntes Wasserfahrzeug der Türkei wurde Ulak Sida sowohl für den autonomen Betrieb als auch für die Fernsteuerung konzipiert. Das Fahrzeug wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, darunter Patrouillen, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen, logistische Unterstützung, Zielerfassung und Bekämpfung. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km pro Stunde und einer Reichweite von 400 km bietet es überragende Manövrierfähigkeit. Dank seines Glasfaserrumpfs ist es sowohl leicht als auch robust. Ulak Sida wurde so konzipiert, dass es verschiedene Waffensysteme, die von Roketsan entwickelt wurden, integrieren kann. Zu diesen Waffensystemen gehören Elumtas, Langstreckenpanzerabwehrrakete, Zirit, lasergelenkte Rakete und ein 12,7mm Maschinengewehr. Zudem ist es mit Sensoren, Radaren und elektrooptischen Systemen ausgestattet, um unterschiedlichen Missionsanforderungen gerecht zu werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Verschlüsselungstechniken kann es sichere Kommunikation gewährleisten und mit landgestützten Kontrollstationen oder anderen Plattformen koordiniert arbeiten. Ulak Sida ist vielseitig einsetzbar und wird in den Bereichen Küstenschutz, Grenzsicherung, Terrorismusbekämpfung, elektronische Kriegsführung und anderen militärischen Operationen verwendet. 2. Ulak Kama unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Ulak Kama unbemannte Wasserfahrzeug ist ein weiteres Beispiel für die technologische Entwicklung der Türkei im Bereich unbemannter Wasserplattformen. Entwickelt von Ares Werft und Metexan Defense, ist dieses Fahrzeug speziell für elektronische Kriegsführung und Aufklärungsmissionen ausgelegt. Ulak Kama ist mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, die strategische Vorteile bei maritimen Operationen bietet. Es kann Aufgaben wie Störung, Täuschung und Neutralisierung von feindlichen Kommunikationssystemen durchführen. Darüber hinaus ist es mit elektrooptischen Systemen, Radaren und elektronischen Aufklärungsgeräten ausgestattet, die eine hohe Erfolgsrate bei der Erkennung und Überwachung feindlicher Einheiten gewährleisten. Mit vollständig autonomen Bewegungsmöglichkeiten kann Ulak Kama auch ferngesteuert werden. Dank seiner hohen Manövrierfähigkeit und einer Reichweite von 400 Kilometern deckt es ein großes Einsatzgebiet ab. Es erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 65 km pro Stunde und bietet durch seinen Glasfaserrumpf eine leichte und robuste Struktur. 3. Marlin bewaffnetes unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Marlin bewaffnete unbemannte Wasserfahrzeug wurde in Zusammenarbeit zwischen Aselsan und der Sefine Werft entwickelt und ist eine hochmoderne maritime Plattform. Marlin wurde speziell für elektronische Kriegsführung und Cybersicherheitsoperationen konzipiert und ist eine innovative Plattform, die darauf abzielt, die Effizienz der Türkei auf den Meeren zu steigern. Marlin ist für elektronische Kriegsführungsoperationen gegen Überwassereinheiten ausgerüstet. Es kann feindliche Radar- und Kommunikationssysteme stören, täuschen und neutralisieren. Zudem spielt es mit seinen Cybersicherheitsfähigkeiten eine wichtige Rolle beim Schutz kritischer Informationen und Daten und sorgt so für operationelle Sicherheit. Dieses unbemannte Wasserfahrzeug verfügt über eine vollständig autonome Bewegungsfähigkeit, die durch fortschrittliche künstliche Intelligenzalgorithmen unterstützt wird. Es kann auch ferngesteuert betrieben werden und zeigt dank seiner schnellen und agilen Manövrierfähigkeit selbst in engen Räumen hohe Effizienz. Marlin ist mit elektrooptischen Systemen, Radaren und verschiedenen elektronischen Kriegsführungskomponenten ausgestattet, sodass es für unterschiedliche Einsatzprofile verwendet werden kann. Marlin ist ein vielseitiges unbemanntes Wasserfahrzeug, das in Szenarien wie Küstenwache, U-Boot-Abwehr, elektronischer Kriegsführung und Aufklärungsoperationen eingesetzt werden kann. Dieses Fahrzeug ist ein wichtiges Element, das darauf abzielt,
der türkischen Marine durch technologische Überlegenheit eine stärkere Abschreckungsfähigkeit auf den Meeren zu verleihen. 4. Salvo unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Salvo unbemannte Wasserfahrzeug wurde von Azesan entwickelt und ist eine hochmoderne Plattform für Minensuch- und Räumungsoperationen. Salvo zielt darauf ab, die Verteidigungsfähigkeit der Türkei auf sie zu stärken, insbesondere bei der Minenjagd und der Neutralisierung von Unterwasserbedrohungen. Das Fahrzeug ist mit fortschrittlichen Sonar- und Sensorsystemen ausgestattet und kann Unterwasserminen mit hoher Präzision detektieren, klassifizieren und neutralisieren. Salvo kann sowohl autonom als auch im Fernsteuerungsmodus eingesetzt werden. Dank seiner auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmen kann es detaillierte Unterwasserscans durchführen und in Echtzeit Entscheidungen treffen, die an die Umgebungsbedingungen angepasst sind. Mit seinem Glasfaserrumpf ist Salvo leicht und robust und kann auch unter schwierigen Seebedingungen erfolgreich arbeiten. Es verfügt über eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern und die Fähigkeit, lange Operationen im Einsatzgebiet durchzuführen. Salvo kann in Kombination mit anderen unbemannten Systemen und Schiffsplattformen koordiniert operieren und somit integrierte Missionen durchführen. 5. MIR unbemanntes Wasserfahrzeug. Das MIR unbemannte Wasserfahrzeug ist eine innovative Plattform, die von der Türkei für Unterwasseroperationen entwickelt wurde. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen Azesan und Hafelsan entworfen und speziell für Minensuch- und Unterwassererkundungsmissionen konzipiert. Dieses unbemannte Wasserfahrzeug ist mit hochmodernen Sonarsystemen und autonomer Bewegungsfähigkeit ausgestattet, um Unterwasserbedrohungen effektiv zu neutralisieren. MIR bietet eine fortschrittliche Lösung zur Erkennung, Klassifizierung und Neutralisierung von Unterwasserminen und anderen potenziellen Bedrohungen. Das Fahrzeug ist mit modernen Sonarsystemen ausgerüstet, die den Meeresboden mit hoher Präzision scannen und Art und Position von Bedrohungen identifizieren können. Dank seiner autonomen Bewegungsfähigkeit kann MIR unabhängig im Einsatzgebiet operieren und in Echtzeit Daten sammeln, um Entscheidungsprozesse zu optimieren. Mit seinem leichten und robusten Fiberglasrumpf zeigt MIR selbst unter schwierigen Seebedingungen eine hohe Leistungsfähigkeit. Das Fahrzeug kann auch ferngesteuert betrieben werden und bietet seinen Nutzern eine flexible Einsatzmöglichkeit. Mit einer Reichweite von 400 Kilometern kann MIR effektiv bei langfristigen Einsätzen eingesetzt werden. 6. Okan unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Okan unbemannte Wasserfahrzeug ist eine innovative Plattform, die von der Türkei für die Sicherheit auf See und strategische Operationen entwickelt wurde. Es wurde von Hafelsan entwickelt und ist für Aufklärungs-, Überwachungs-, Patrouillen- und Überwasseroperationen konzipiert. Dieses mit fortschrittlicher Technologie ausgestattete Fahrzeug bietet eine effektive Lösung gegen asymmetrische Bedrohungen auf See. Okan zeichnet sich durch seine hohe Manövrierfähigkeit und schnelle Bewegungsfähigkeit aus. Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensorsystemen und elektrooptischen Kameras kann das Fahrzeug Ziele auch aus großer Entfernung erkennen und verfolgen. Dank seiner KI-unterstützten Software analysiert Okan Umweltbedingungen und trifft während der Mission in Echtzeit Entscheidungen. Das Fahrzeug verfügt über eine vollständig autonome Bewegungsfähigkeit, kann jedoch auch ferngesteuert betrieben werden. Mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern bietet es in weiten Einsatzgebieten hohe Effektivität. Dank seines leichten und robusten Rumpfes zeigt Okan auch unter anspruchsvollen Meeresbedingungen eine überlegene Leistung. 7. Sanka unbemanntes Wasserfahrzeug. Das Sanka unbemannte Wasserfahrzeug ist eine bedeutende Plattform, die von der Türkei für die maritime Verteidigung und Sicherheit entwickelt wurde. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen der Diyarsun Werft und TÜBİTAK entworfen, um in Überwasser- und Küstensicherheitsmissionen eingesetzt zu werden. Dieses unbemannte Fahrzeug zielt darauf ab, in modernen Kriegsgebieten und gegen asymmetrische Bedrohungen eine effektive Lösung zu bieten. Sanka wurde so konzipiert, dass es eine Vielzahl von Missionen wie Aufklärung, Überwachung, Patrouille und Zielerkennung erfüllen kann. Ausgestattet mit fortschrittlichen Radarsystemen, elektrooptischen Kameras und Sonaren kann das Fahrzeug maritime Aktivitäten mit hoher Präzision überwachen und berichten. Dank seiner KI-unterstützten Systeme kann Sanka während der Mission Umweltanalysen durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Das Fahrzeug verfügt über eine vollständig autonome Bewegungsfähigkeit und kann auch ferngesteuert betrieben werden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Knoten, ca. 74 km pro Stunde,
bietet Sanka bei langfristigen Einsätzen hohe Haltbarkeit und operationelle Effizienz. Sein aus Fiberglas und Verbundwerkstoffen gefertigter Rumpf verleiht dem Fahrzeug sowohl Leichtigkeit als auch hohe Strapazierfähigkeit. Heute haben wir entdeckt, wie die unbemannten Wasserfahrzeuge der Türkei ihre strategische Stärke auf den Meeren transformieren und wie diese Technologien die zukünftigen Schlachtfelder prägen könnten. Mit Systemen wie Ulak, Malin, Salvo, Mir, Okan und Sanka ausgestattete Fahrzeuge sind nicht nur ein Symbol für die türkische Innovationskraft, sondern auch ein Vorbote einer neuen Ära in der globalen maritimen Sicherheit. Wenn Sie diese aufregenden Entwicklungen weiterhin verfolgen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und unser Video zu liken. Teilen Sie außerdem Ihre Meinung in den Kommentaren mit uns. Bis zum nächsten Video in den Tiefen der Meere gibt es noch so viel zu entdecken.